Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem Kanal. Heute ist Freitag. Ich bin vor einer Stunde vor der Schule gekommen. Heute ist Freitag, der 14.5., 4., der 14.4., glaube ich. Ja, heute spielt Hannover 96 gegen Heidenheim, 1. gegen 10., glaube ich. Also wie ihr das zu diesem Spiel gekommen ist, ist einfach so random. Ich habe gestern meinen Nachbar geschrieben, ob er Lust hat mitzukommen. Er hat ja gesagt, am Anfang waren wir uns so unsicher. Danach hat er ja gesagt, sein Freund Leo kommt auch mit. Ich verstehe mich auch mit ihm sehr gut. Wir kennen uns vielleicht seit einem Monat oder so, aber wir verstehen uns gut, sehr gut, würde ich sagen auch. Ja, und heute halt Stadion-Vlog Heidenheim-Hannover. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich weitere Stadion-Vlogs mache. Und viel Spaß. Wir sind bei KFC wie immer, wie bei jedem Stadion-Vlog. Das ist übrigens dieser Leo, von dem ich so viel Scheiße vorher erzählt habe. Wie scheiße der ist und so. Ja, wir haben 5 Colas bekommen, obwohl wir zu dritt sind. Aber ja, okay. Wir sehen uns danach. Ja Jungs, wir sind jetzt auf dem Weg zum Stadion, bevor also noch halbe Stunde zum Spiel. Wir müssen komplett einmal ums Stadion, weil wir, okay, das war diesmal mein Fehler, ich gebe es zu, falsch ausgestiegen sind. Und ja, mein Tipp für heute ist, Hannover gewinnt sogar 1-0. Dein Tipp? Mein Tipp ist, Hannover gewinnt 2-1. Und dein Tipp? 4-0, aber verliert. Was? Los, Bruder, nein. 4-0. Die sind scheiße. Hannover verliert? Ja. Ich nehme ihn nie wieder mit ins Stadion. Das war das erste und das letzte Mal. So, ich weiß nicht, ob man mich hört, aber wir sind auf jeden Fall jetzt im Stadion. Die Mannschaft macht sich schon warm. Es sind noch, glaube ich, 15 Minuten oder so zu Anpfiff. Da klatschen die sich schon ab. Und ja, ich sehe Neumann nicht. Wo auch immer er ist. Aber ja, wir hoffen auf ein geiles Spiel. Ist nicht voll. Ein paar Fakten noch. Hannover gewann 3 von 4 Partien, weil sich zu Hause und heute hoffentlich 4 von 5. Ja, 4-1 Spiele gab es, 3 Siege, das sieht gut aus, hört sich auch gut an. Ja, den kleinen Dienst aus meiner Hannover 96 Karriere. 25 Einsätze hat er. Oder auch nicht, ich tippe dann, so wie bei mir. Hier in der 1 von Heimler in der Höhe. Hier ist die Mannschaft. Zusammen sind wir groß und stark wie eine Wand. Wir danken dir, du hast uns viel gegeben. Du bist der Mittelpunkt in unserem Leben. 96, alte Liebe.
Rotschied ist sehr viel besser als Gelb-Blau. Blau, Gelb! Lass die anderen alle reden, von Bayern oder Bremen. Wir sind immer bei dir, 96 HSV. Jetzt hat sich das Spiel wieder verloren. Digga, Maximilian Ball ist im Feier! Digga, hat zwei Spieler gefühlt, hat zwei Spieler. Digga, dieser Mann ist im letzten Spiel. Wer nicht bringt, ist Braunschweiger. 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 Start. Bleibt jetzt 21 Minuten. Wir wollen Hannover Siegen sehen. Nein, Mann, einfach nein sagen. Einfach nein sagen. Nein. Ecke Heidenheim. Oh, Neumann. Super. Super Innenverteidiger. Bester Innenverteidiger. Bester Spieler von Hannover. Oh. Ganz gefährliche Situation. Alter, war ich ganz gefährlich. Ich hab das, glaube ich, nicht so. Aber ich war gefährlich, sehr gefährlich. Ein Punkt. Ich habe einen Ball-Kontakt, ganz einfach, ganz einfach, ganz einfach, ganz einfach.
abseits. Wow, was für ein geiler Freistoß. Da ging nicht mal, da war nicht mal zu einem Spieler gefühlt. Ich nehme alles auf, ich nehme alles auf und am Ende das Tor nichts. Alter. Digga. Alles habe ich aufgenommen, eine Sekunde später fällt das Tor. Oh mein Gott, Alter, so unverdient. So unverdient. Und schon wieder halt ein. Das ist diese 30. Minute immer. Immer. Auch in Hamburg, in Wien. Immer diese 30. Minute. Und jetzt eigentlich, was ich sag jetzt noch. Immer diese 30. Minute. Die 30. Minute ist verflucht und ich habe es wieder nicht laufen, das war ein Lüpfer. Kein Kleindienst, wer sonst? Das ist halt die 30. Minute, ich sag's so, immer. Ich sag's immer. Wir spielen 30 Minuten richtig Vollgas nach vorne und dann passiert sowas. Das ist normal, typisch Hannover. Wir singen, wir wollen euch kämpfen. Wir singen, wie scheiße wir sind. Digga, wie scheiße wir sind, singen wir. Ach, bitte pfeift das ab, pfeift Halbzeit, bitte. Die offizielle Nachspielzeit der ersten Halbzeit beträgt 2. Was für Bälle auch durchkommt, ne? Alter, was für ein Ballverlust mit euch. Oh mein Gott. Was für ein hoher Ballverlust. Ja, gut, dann haben wir zum Schleichen. Digga, beende das einfach. Ja, und Muroya bekommt noch Geld. Ja, wow. Schön. Ja. Was für ein... Ich bin kein Schiri. Der Mann steht einfach da. Da hat auch nichts zu tun. Scheiß Schiri! Ja, komm. Machen die noch ein drittes vor der Halbzeitpause. Machen die noch ein drittes. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Fast. Bruder, entscheide dich doch mal. Hä? Bruder! Digga, was ist das? Oh mein Gott, es gibt Enkel. Ja, 3-0. 3-0, ich hab's drauf. 3-0, ich hab's drauf.
scheiß Spiel, wirklich. Bitte, wirklich, so ein scheiß Spiel. Immerhin was Spannendes. Naman muss treffen. Naman muss da treffen. Ja, ich weiß nicht, kann er. Ja, selbstbewusst, optimistisch, das ist das, was wir brauchen. Ich hole mir die Kanne, ist ein gutes Stichwort. Schönes Auto, das du dir sichern kannst, lieber Jonas. Erzähl ganz kurz, es ist ja total beliebt, bei uns mitzumachen. Es gibt Bewerbungen ohne Ende. Du hast es gepackt. Was war bei dir los? Ich hab's nicht gepackt. Im Bauch und im Kopf. Als du dann das Boot bekommen hast, ja, wollte ich ganz dabei sein. Das ist extrem geil. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich hätte jetzt auch drüber geschossen, wenn wir geführt hätten, aber ich gebe mein Bestes. Und auch an die Mannschaft, die noch ein Appell, alle, die reinkommen, gebt alles, 100% geben. Gleich geht's dann los für dich. Du darfst dich bereit machen. Vorher noch die Frage, gibt's Erfahrungen im Verein? Also spielst du in der Mannschaft? Lange, lange her, aber ein bisschen geben kann ich noch ein bisschen hoch. Dann wollen wir uns davon überzeugen, lieber Jonas. Wichtig ist, du bleibst auf der Linie vom gedachten Mittelkreis. Kannst den Ball noch ein Stück nach links oder rechts verschieben. Wenn er nicht schlecht wird, genau kommt sein geiler Schuss. Wenn ich runterzähle, 3, 2, 1 und los, dann gehört dir hier der Rasen, die Bühne in der Mitte. Ja, glaube ich auch, ich habe das Gefühl, dass er treffen will. Du musst noch ein bisschen aus dem Weg gehen. Luca, Patrick. Ich hab das Gefühl, er trifft irgendwie zum ersten Mal. Muss man ein bisschen improvisieren können. Engel, Achtung! Engel steht noch genau in der Schussbahn. Das könnte das Auto ein bisschen gefährden. Jetzt legen wir los. Dann kriegt beide am Verpissen. Lieber Jonas, wir drücken die Daumen. 3, 2, 1 und los! Oh! Aua! Es war verloren, das haben wir gehört mit dem akustischen Signal. Ich bin da, Jonas. Ich darf mal, glaube ich, mit Super Rennen für alle hier. So, zweite 45 Minuten beginnen. Die wurden da gezeigt. Ja, zweite 45 Minuten beginnen. Ich zeige euch vielleicht das Bild, das wir gezeigt wurden. Und ja, auf ein 6-0. Und Cedric Teuscher hat es rausgedampft für Sebastian Ernst. Geil. Und Eric, mindestens nur einmal, bitte. Bruder, bitte. Oh mein Gott, Alter! Mach doch ein Tor! Hannover kann doch nicht auf deine Tore schießen, dann machen die ein Tor! Jetzt, da geht rein! Da geht rein! Ich spüre das! Hey, Endergebnis! Nochmal Ecke und 4-0. Jetzt kommt 4-0. Heideheim, immer meine Mannschaft gewinnt. Er spielt in einer falschen Mannschaft. Er hat es nicht verdient, so gemobbt zu werden. Willst du auch mal machen? Ja. Er soll machen. Diese Nachspielzeitminuten schmecken. Einmal, bitte einmal. Klär du das.
Ich bitte euch alle, ja. Einmal. Schieß doch! Digga, schieß doch einfach! Schieß doch einfach! Nochmal Eck. Das war gerade kein Eck-Einbruch. Aber jetzt Eck. Digga, klärt das doch einer. 3-1 mindestens. Du, mein Freund, du bist entlassen. Habe ich das Gefühl, dass heute ein Eigentor passiert. Keine Ahnung, warum. Aber... Geile Fangesänge heute. Wow, jetzt haben sie auch gehört. Machen sie das nochmal? Nein, sie machen das nicht mal, glaube ich. Doch. Verlieren. Verlieren uns. Schaukel Neumann ist von einer Seite zur anderen gelaufen. Der spielt alleine Fußball. Der spielt lieber alleine Fußball als mit der Mannschaft. Ist besser so. Neumann muss alles alleine machen. Aber der Keeper lässt sich Zeit, als wäre nichts. Digga. Digga, ich will einmal diesen Torsound hören. Ja! Jetzt kommt. Hey! Ja!
Tor. Einmal dieses Spiel. Einmal dieses Nachhinein. Maximilian Bayer geht raus im Foti. Nein, das ist das Spielige von der Mannschaft der Woche 96. Die einfach im Winter verschossen. Maximilian Bayer. Und wir begrüßen heute mit der Mittellinie Nummer 24. Antonio! Foti! Digga, lässt richtig sauer. Der Max 24. Anmachen. Ja. Lässt nicht sauer, sondern traurig. Einmal diese Tonne, einmal. Ich will doch nichts mehr. Ich gehe doch. Alter. 16. Jetzt geht raus. Und dann schon Erfolg begreift. Enzo. Diese Auswechslung. Aber was willst du machen in der 90. Minute? Ja, Bruder, ja! Mach der Greedy! Ja, Bruder, auf einmal liegt der! Ja, Bruder. Keine Ahnung, was die da machen. Ein Tor, ja, ein Tor! Wir wollen doch alle nichts mehr außer ein Tor. Wir erwarten nicht viel von dieser Mannschaft, aber ein Tor. Guck mal! Schieß, Bruder, schieß! Ja, schieß! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Nichts! Digga! Wollen die Eigentore machen? Die tauschen, die wechseln noch, alles gut. Nochmal Zeitverzögerung. Verzögert weiter die Zeit, alles gut. Guck mal, würde ich halten, dann sagen, ich würde einfach ein Tor machen. Einfach ein Tor machen. Was? Ja. Diese Spielminute Doppelwechsel war nicht sehr einfach, den Platz verlassen hat der Spieler mit der Nummer 10. Ein Tor, bitte! Stefan Schimmer, ebenfalls den Platz verlassen hat der Spieler mit der Nummer 19. Julius Dürrenbach, für ihn ist gekommen, der Kampf. Diese Auswechslungen. Die können keine Tore schießen! Ja, wow! Mein Gott, wie peinlich! Mein Gott, wie peinlich! Die Pfiffe müssen nicht sein. Die Pfiffe müssen nicht sein, bitte. Die Pfiffe müssen nicht sein. Sie haben es immerhin versucht. Ja. Ist halt so. Was soll man sagen? Digga, einfach Heidenheim, Spieler waren gerade hier und Hannover-Fans haben ihn applaudiert. Und jetzt macht Julian Werner und hier ist ein Interview bei Sky. Digga, Heidenheim-Spieler werden sich warm und guckt gleich Hannover-Kurve. Die jubeln einfach Heidenheim-Spieler. Ja. Guckt euch das an! Guckt euch das an!
mein Gott. Oh mein Gott. Das muss nicht sein. So, wir laufen jetzt noch zur Bahn, damit wir eine letzte Bahn kriegen. Digga, man sieht mich gar nicht. Und die letzte oder die vorletzte. Digga, und da ist Polizei. Und das Spiel ist 3-0 ausgegangen. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich wechsle Vereine. Ich bin ein Darmstadt-Fan oder Heidelheim-Fan. Ab jetzt. Tschüss.